aus einem Defekt heraus handelt und der einerseits natürlich aus dem Alltag ausgestoßen wird, um dann einer zu sein, der sich entschließt, diesen Alltag, der ihn ausgestoßen hat, zu beschützen. Er wird Sonderkommando, er wird Spezialist, ja. Ja, indem er aus diesem nicht vermeidbaren, ja, Defekt heraus, ja, ja, eine besondere Kraft entwickelt. Sie meinen damit die Befreiung des Ausdrucks vom Zwang des Sinns. Vom Zwang, ja, genau. Yo, für die Gesellschaft bin ich zu fresh, so fresh, dass ich anecke. Indem ich einen zusammengefalteten Zettel in die Hand stecke, kommuniziere ich mit Drecks. Nur Handschrift ist sicher, kein iPhone, YouTube, Facebook, Twitter. Der Ritter der Freshness ist noch analog. Es ist gesichert, dass du wack bist und ich hammer dope. Da liegen Erkenntnisse vor von HNO-Ärzten. Für das menschliche Ohr bedeutet euer Flow Schmerzen. Fäulnis in der Ohrmuschel, Vibration am Steigbügel. Wenn ihr rappt, wird sogar Dschungelcamp-Zuschauern speiübel. Das Rommelfell findet eure Kickscheiße. Ich rappe geil wie Herr Kaiser von Herbert Mannheimer auf Dienstreise. Schimpforte Stein ist cool, doch kannst du auch den Takt halten. Bin wie Nepal, will mich von Hip-Hop-China abspalten. Nur ich fichte Rhymes, keine billigen Kopien. Ich tanze und sing Fuck You, als wäre ich Silo Green. Ich zeig dir einen Scheibenwischer, als wäre ich Sidolin. Ich zeig dir Gelb-Rot fürs Fresse und Trikotzin. Never ever reicht bei dir eine 2 Minuten Zeitstrafe. Beweislage in der Abseitsfrage hat sich durch dein Profil auf MySparke nicht gerade verbessert. You suck, sorry, die Message hat dich gerade verwässert. Ja, ich hab Message, ja, ich kick Knowledge. Bin Professor für Freshness am Lord Finesse College. Und you just graduated Mac Miller High School. Ich bin ein Mann, du bist nicht einmal ein Eisprung. Ob jetzt mit oder ohne Diplom, alle erkennen meine Freshness an am Mikrofon. Ich bin mehr am Flow als Rambo auf seiner Mission. Mit Munition, einer davon ist Spiel, der andere ist Stallone. Keine Fiktion, keine Legende. Gebrüder Grimm, Hans Christian Andersen und Michael Ende hatten Finger und Hände bei der Geschichte nicht im Spiel. Du bist ein fettes CMC-Avatar und ich bin real. Soweit man das von sich behaupten kann. Ich rap wie Forrest Gump, laufen kann wie Charlie Sheen, saufen kann, Real Madrid kaufen kann. Oder wie Man City, du bist bei Chance Fitti. Du weißt nix von Rap, Breakdance oder Graffiti. Lass dich casten, du Spinner. Zugedeckt mit Zeitungen, mit ihrem Bild schlafen auf Straßen die Gewinner. Früherer Staffeln, es gibt Prügel und Krümel von Waffeln. Ich teil mit dir mein motherfucking Ragamuffin. Denn ich bin Mensch geblieben, auf einer Skala von niemals bis ums Verrecken. Ich tue euch euren Rap so 7. Es klingt wie eine Spoons-CD, dein Kommunikä. Du bist kein Rapper, du machst bisschen mit Hip-Hop rum wie Lumide. Der Produzent meint, ich sollte dich am Mikro ablösen. Die schlechten Reime, wackes Timing, Keime abtöten. Kurier die Box mit der Medizin vom Doktor. Kurier die Box mit der Medizin vom Doktor. Hör auf, dir Bonzenkarren für dein Video zu leasen. Ich bin wie Helmut Rahn, müsste aus dem Hintergrund schießen oder niesen. Deine Raps sind Viren. Dr. Axel impft dich gegen Raps ohne Hirn. Geh mit dir spazieren in den Wald und begrab dich. Denn Culture Candela möchte gern Rapper, mag ich gerne tot sehen. Ich hab mit euch ein Problem. Wenn ich deine Scheiße höre, muss ich aufs Klo gehen. Bam, Tracks und Beats bollern wie an Silvester. Als super nass suche ich gezielt nach deiner Schwester. Im ersten Semester macht sie sich Notizen. Auf meiner Matratze rechnet sie keine Matrizen. Ich bin der Doktor, ich komme zum Spritzen. Spezialgebiet, Fotzen von Chicks und Schicksen. Dr. Axel repariert und tauscht aus wie K-Glas. Reitet auf Höcker, als wären Bitches Lamas. A lot of women hate me, but that's only cause they used to love me.